Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dies ist ein Auftakt- und Planungsvideo zum kommenden Stellaris-Let's Play, das in den Startlöchern steht. Und das wird aber kein normales Stellaris-Let's Play, sondern ein Community-Let's Play. Das ist ein Konzept, was ich schon mit Civilization 5 und Civilization 6 hier auf dem Kanal erprobt habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Stellaris auch funktionieren wird. Ich werde nochmal viel ausführlicher euch erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich will es hier nur mal ganz grob umreißen. Es geht darum, dass ich nicht einfach vor mich hinspiele und ihr schaut zu, sondern dass wir immer an bestimmten Punkten grundsätzliche Entscheidungen, dass ihr grundsätzliche Entscheidungen trefft, wie es weitergehen soll. Das wird so laufen, dass nach bestimmten Abfolge von Videos es einen Schnitt gibt gewissermaßen, eine Pause. Und dann gibt es so eine Art Diskussionsrunde oder eine Parlamentssitzung oder eine Beraterstabssitzung, was auch immer. Und dann könnt ihr in den Kommentaren von YouTube Vorschläge posten, die begründen, rollenspielerisch ausformulieren, wie ihr das wollt. Ich fasse das Ganze irgendwie sinnvoll zusammen in einen Abstimmungsmodus. Das werden dann viele verschiedene Fragen sein. Und dann wird es immer so nach der Staffel dann eben eine Abstimmung geben, richtig mit Abstimmungstool und Link. Und ihr müsst dann halt entscheiden. Und dann entscheidet gewissermaßen die Mehrheit über den Fortgang der Geschichte. Also das ist so im Groben mal, wie das funktioniert. Wie gesagt, später noch das ein bisschen genauer erläutert. Okay, das ist das eine. Das zweite ist, es gibt noch ein paar Elemente, die speziell sind. Das ist nämlich, meine Unterstützer in Steinwalds Lager sind diejenigen, die die Fraktionen, auf die wir hier treffen werden, zusammengestellt haben. Da gibt es jemanden, Grüße gehen raus an De La Vico oder 79 Voller, der das Ganze kuratiert und sich da sicher einiges an Mühe macht, dass das auch zusammenpasst, dass wir nicht nur aggressive, nicht nur pazifistische haben. Und diese Fraktion kenne ich nicht, sondern sie werden mir kurz vor Spielbeginn übermittelt. Ich lade sie hier rein und wir starten also mit diesen menschengemachten KI-Gegnern oder Freunden, was auch immer, wie auch immer sich das entwickeln wird. Das ist das eine. Und das zweite, und darum soll es jetzt hier gehen, ist, dass ihr schon von Anfang an mitbestimmen könnt, welchen Typ oder welche Art Fraktion wir hier spielen wollen. Und darum geht es jetzt. Aber erstens, es gibt ein paar Beschränkungen und Voraussetzungen. Die wichtigste ist, ich möchte wieder mit der Menschheit spielen. Gerade bei so einem Community-Let's Play halte ich dort den Identifikationsfaktor am größten. Das hat noch so ein paar andere, nennen wir sie ontologische Gründe, warum ich das sinnvoll finde. Aber ich belasse es jetzt erstmal bei diesem einen Grund. Also es muss die Menschheit sein. Alles andere könnt ihr jedoch vorschlagen und bestimmen. Und darum bitte ich euch jetzt hier mithilfe dieses Videos, wenn ihr Lust habt, euch zu beteiligen, dann denkt euch jetzt gewissermaßen eine Menschheitsgeschichte aus von jetzt bis zum Jahr 2400 und gestaltet eure Variante der Menschheit. Aber beschränkt es auf ein paar Punkte, die ich euch jetzt sage. Und zwar Folgendes. Wir brauchen von euch, und am besten auch in dieser Reihenfolge so angeben, dann ist das nämlich für mich am übersichtlichsten. Wir brauchen einen Namen sozusagen unserer Institution, unseres Landes, also was die Menschheit dort repräsentiert. Keine Ahnung, je nach eurer Background-Geschichte muss das Ganze einen Namen haben. Natürlich ist die Spezies sind Menschen, aber es muss irgendwie eine Institution geben, die Menschen dort gebildet haben, um sich nach außen hin irgendwie zu vertreten. Punkt 1. Punkt 2 ist, die Menschen müssen als Menschheit Eigenschaften haben, die ihr definieren könnt. Das können so typische Menschheitseigenschaften sein, wie ihr unsere Rasse gewissermaßen einschätzt. Kann aber auch etwas Spezielles sein, was sich eben in den nächsten 200 Jahren so entwickeln wird, entsprechend eurer Hintergrundgeschichte. Wir brauchen eine Gesinnung, logischerweise. Wir brauchen eine Autoritätsform, einen Regierungstyp. Und wir brauchen Staatselemente. Ja, und das ist es im Prinzip schon. Mehr möchte ich von euch nicht wissen. Diese Elemente in dieser Reihenfolge. Und das ist jetzt durchaus vielleicht mit das Wichtigste, wir brauchen natürlich eine knappe Hintergrundgeschichte. Und da genügen, ich sag mal, 4 bis 5 Sätze. Wenn ihr skizziert, was wird in den nächsten 200 Jahren passieren mit der Menschheit, was ist der Menschheit zugestoßen, die wir hier übernehmen wollen? Ihr könnt auch mehr formulieren, ist auch kein Problem. Entscheidet das selbst, aber also ein Satz genügt nicht. Es sollte schon so ein bisschen die Fantasie anregen und man sollte so ein bisschen eine Ahnung bekommen,
warum sich wie die Menschheit eben entwickelt hat. Ihr könnt gern schon Daumen hoch vergeben an Beiträge von anderen, die euch gefallen. Das ist für mich dann schon mal ein kleines Indiz dafür, was beliebt ist bei euch, was nicht. Und jetzt Folgendes, ich werde aus den vermutlich doch ja zahlreichen Vorschlägen, werde ich eine Auswahl treffen. Und da bitte ich jetzt schon mal um Entschuldigung. Ich werde nicht jeden Vorschlag berücksichtigen können. Ich werde eine sehr subjektive Auswahl treffen, die sicher auch das Kriterium hat, dass ich ein weites Spektrum an Vorschlägen nehme. Also ich sag mal, nehmen wir an, es gibt 5 verschiedene Varianten von irgendwelchen Handelsorganisationen. Dann werde ich vermutlich nicht alle 5 zur Abstimmung stellen. Ihr wisst also, in welche Richtung das geht. Ich werde versuchen, ein möglichst breites Spektrum zu repräsentieren, eure Ideen. Und es wird dann eine Abstimmung nochmal geben, wo ihr sozusagen aus einer Reihe von Vorschlägen, die ihr ja selbst gemacht habt, dann die Finalisten auswählen könnt. Es wird eine Stichwahl geben und dann gibt es eben diese Stichwahl und die entscheidet dann über die Fraktion, die wir hier gemeinsam führen werden. Das war es im Prinzip. Das Ganze wird so laufen, dass bis Freitag 10 Uhr das Limit ist für Vorschläge. Danach werde ich noch am Freitag die Abstimmung starten. Und wie dann die Deadline ist, werde ich euch dann mitteilen. Aber es wird dann über Pfingsten irgendwie laufen und nach Pfingsten dann entschieden sein. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Vorschläge und freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Community-Let's-Play, das wir hier gemeinsam erleben werden. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.